Die Augsburger Panther sind Tabellenletzter und haben 7 Spiele in Serie verloren. Trotzdem kamen über 5.500 Fans ins Kurt-Frenzel-Stadion. Aber auch von den Gästen, von den Schwenninger Wild Wings, einige mitgereist, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Schwenningen mit 2 Siegen in Serie zuletzt und mit dem größeren Selbstvertrauen. 3. Minute, Scheibengewinn an der Bande und dann Ramage mit dem 1:0 für die Wild Wings. Wieder ein Rückstand für die Augsburger Panther. 2,5 Minuten hat es gedauert. Eher Wall, der unterstützt. Dann kommt der Puck zu Indra, schießt und über Wall rüber zu Ramage. Der ist zu frei und Markus Köller zu spät drüben im kurzen Eck. Aber Augsburg mit viel, viel Einsatz. Gaben auf jeden Fall alles. Johnson, der vors Tor zieht. Zu Ramirez, Riesenchance. Broadhurst, alle 3 Stürmer dieser Reihe mit einer Möglichkeit. Aber eben kein Tor, unter 2 Tore pro Spiel für die Augsburger Panther in dieser Saison. Natürlich zu wenig. Die scheiterten entweder wie hier am gegnerischen Torwart, an Eriksson, oder eben an der Abschlussschwäche. Überzahl aber danach, denn es war ein Haken gegen Johnson, als er vors Tor gezogen war. Und die Augsburger Panther mit Jules Leblanc, mit Sebastian Wenström. Hinter dem Tor ist Kafner und der versucht dann den Wraparound. Stochert die Scheibe nochmal frei und Wenström buxiert sie über die Linie. Das war's, das dreckige Tor, das alle herbei beschworen hatten. Arbeit und irgendwie dann drüber das Ding. Ausgleich in der 12. Minute. 4. Saisontor des Schweden, Sebastian Wenström. Dennoch, auf der anderen Seite wieder die Antwort der Schwenninger Wild Wings. Die kommen mit Lajunen, schaltet sich mit ein. Und dann geht's schnell mit Boas Persson und Florian Elias. 2:1, Wild Wings. Elias, der gebürtige Augsburger, schön eingesetzt von Boas Persson. Und natürlich auch Elias zu frei vor dem Tor von Markus Keller. Platzierter One-Timer. Ins Kreuzig. Peter Russell, der Trainer der Augsburger Panther. Natürlich schwierige Situation für ihn am Einsatz. Seiner Mannschaft mangelte er es ganz sicher nicht. Aber im zweiten Drittel trotzdem nur wenige Torchancen. Hier der Scheibengewinn von Adam Payal. Dann Drew LeBlanc und Eriksson mit der Parade. Das ist der Fehlpass von Ramage. Guter Einsatz von Payal. Aber dann auch gut gemacht von Ramage, der den Pass wegnimmt. Und weiß, er hat halt mit Eriksson hinten einen richtig guten Goalie hinten drin. Schlussphase des zweiten Drittels. Scheibenverlust. Länger im Aufbau. Und Olimp, der versucht hier abzufälschen. Etwas zu hoch dann der Puck über das Tor von Markus Keller. Enges Spiel, emotionales Spiel natürlich auch im zweiten Drittel. Das Niveau nicht hoch, wenig Torchancen. 3. Drittel, Schwenningen defensiv, ja, konsequent und vorne einfach effizient. 3:1 durch Daniel Pfaffengut. Einmal schnell umgeschaltet, einmal schnell durch die neutrale Zone gekommen. Und dann Lajunen mit dem Pass raus. Durchgesteckt auf Persson und der mit seinem 2. direkten Assist. Wieder guter Pass rüber, dieses Mal auf Pfaffengut. 2. Saisontor. Überzahl wieder für die Augsburger Panther. Scheibe drin gehalten. Der erste Treffer, ja, im Powerplay. Und jetzt Clark rüber auf Broadhurst. Und Johnson, Adam Johnson, verkürzt nochmal auf 2:3 Mitte des 3. Drittels. 7 Spiele ohne Punkt und Tor geblieben. Adam Johnson hier stark gemacht in der Vorbereitung über Clark und Broadhurst. Und der Schuss von Johnson ins lange Eck. Eriksson, der insgesamt 66 Schüsse parierte, dieses Mal ohne Chance. Was machen die Wild Wings? Kam in Überzahl und waren dann wieder effizient im Abschluss. Sebastian Uvira in der letzten Sekunde dieses Powerplays mit dem 4:2. Schöner Direktschuss. Und Wild Wings, ja, ließen zwar hinten ein bisschen was zu, hatten da Eriksson. Vorne machten sie ihre Tore, 4 in der Zahl. Uvira mit dem Schlusspunkt. 4:2 Auswärtssieg für Schwenningen. Wir haben overall insgesamt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, über 60 Minuten. Ist am Anfang vielleicht ein bisschen schläfrig rausgekommen, aber dann ab dem 2. Drittel war das wirklich eine tolle Mannschaftsleistung von hinten bis nach vorne. Haben gute Chancen kreiert, haben auch heute mal mehr als 3 Tore geschossen, war ganz gut. Und ja, wir können stolz auf unsere Mannschaftsleistung sein. Wir haben heute ein gutes Spiel gespielt. Das Spiel geht eigentlich auf ein Tor heute. Was soll man mehr machen? Klar, wir müssen die Tore schießen.
Aber Schwenningen hat es uns heute gezeigt, die waren eiskalt. Die schießen dreimal das Ding unter die Latte, haben 1-2 gegen 0. Ganz ehrlich, fehlen mir ein bisschen die Antwort, was man machen soll. Und Peter Russell, ja, muss Antworten finden auf diesen Negativlauf der Augsburger Panther. 2-4 Niederlage, die achte jetzt in Serie. Schwenningen zum ersten Mal in die Saison mit 3 Siegen am Stück. Augsburg gab deutlich mehr Schüsse ab aufs Tor, aber Schwenningen einfach effizient am Abschluss. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.